den Schulen, dass eben die Jungen merken, eben, was soziale Medien und die ganze digitale Welt, bin ich so dermaßen meinem Lehrkörper gegenüber überlegen, dass sie sie für anfangen manipulieren und ausspielen. Und ich habe das Gefühl, genau das Gleiche passiert momentan auch in der Politik und es wird einfach nicht so wahrgenommen und die ältere Generation checkt es vielleicht auch nicht so ganz, dass wirklich die junge Generation, die so affin ist auf den sozialen Medien, ist eigentlich dort auch, zum Beispiel gerade Thema Fake News, ist immer die Angst der älteren Leute da, ja, wenn sich die Jungen nur noch über Facebook informieren, sind ja ständig Fake News da und dann werden sie gar nicht mehr richtig informiert. Ich sehe aber genau das Gegenteil, dass die ältere Generation, die ja jetzt auch auf Facebook kommt, eben nachkommen will, die sind die, die nachher anfällig sind auf Fake News, weil sie eben nicht aufgewachsen sind mit dem. Und wir Jungen haben viel mehr Gespür für solche Sachen. Aber was sehen Sie denn das? Ja, ich habe zum Beispiel gerade wieder ein eigenes Beispiel da, wo zum Beispiel ein Video, also es gibt ganz viele von diesen Videos, die Islamisierung des Abendlands, hat es geheißen. Ein YouTube-Video, das mit völlig falschen Zahlen im Netz umgegeistert ist. Auf YouTube sind ganz viele so Videos, es hat irgendwie 1 Million Klicks gehabt, wo irgendwie so eine Stimme ganz düster erzählt, dass das Oberland in Gefahr ist, weil die Muslime kommen und die haben alle 8 Kinder. Und im Umkreis von meinen Eltern, die eigentlich sehr liberal und auch viel gebildete Leute sind, sind alle ausnahmslos drüber gehabt. Sie haben alle das Gefühl gehabt, ja, ich bin ja schon nicht gegen die Moslem, aber das ist ja schon ein bisschen krass. Und nachher habe ich das Video mal meiner Klasse gezeigt. Ich wollte herausfinden, wie sieht es mit den Jungen aus. Ich wollte auch das Experiment machen, um nachher eine Zahl aufzudecken. Das Experiment hat gar nicht stattfinden. Nach 2 Minuten sagen alle, hey, Sammy, was soll das? Das stimmt einfach nicht. Und ich sehe genau das, dass die Jungen nicht einfach irgendwie völlig naiv sind. Und klar, das gibt es auch, wenn man sie nicht dran, richtig dran einführt und so Thema Sexting oder weiss nicht was. Aber dass die Jungen eigentlich viel besser mit dem umgehen können. Und genau nachher haben wir die alten Politiker, die nachher das Gefühl haben, oh, die sozialen Medien, jetzt kann ich die Jungen erreichen. Und nachher kommt irgendein alter Mann und hat das Gefühl, er macht jetzt ein lustiges Video auf Facebook, wo er sich jung gibt und das Gefühl hat, er sei jetzt cool. Aber was die Jugend eben braucht, damit sie abgeholt werden, damit wir vielleicht auch wieder mehr eine politische Jugend haben, sind junge Leute, die auf den sozialen Medien Politik machen. Und nicht alte Leute, die sich irgendwie anbieten wollen. Das wissen ihr wahrscheinlich alle noch aus der Jugend. Das Schlimmste sind alte Leute, die das Gefühl haben, sie seien cool. Und genau ja, darum braucht es einfach... Das ist ein totaler Unsinn, Entschuldigung. Muss ich wirklich jetzt unterbrechen. Der Punkt, oder, ist, dass das, was jetzt kommt mit der Digitalisierung, das, was wirklich kommt, das, was passiert, nicht nur mit den sozialen Medien, sondern vor allem im Bereich von künstlicher Intelligenz, das gegenüber dem völlig irrelevant ist. Ob meine Generation ist oder ihre Generation. Völlig wurscht. Weil der Sprung, der gemacht wird, so gross ist, so schnell ist, so sehr sich beschleunigt, dass völlig irrelevant ist, welcher Generation man da angehört. Kommt noch dazu, oder? Sehr ein wichtiger Punkt. Der hätte im Film wahrscheinlich nicht können dargestellt werden. Die Generation, oder? Hat sozusagen die Digitalisierungswelle miterlebt. Ich habe die von Kind an miterlebt. Jedes Modell von Computer, von der grossen Maschine bis zu der heutigen Zeit. Miterlebt, was das bedeutet, hat Silicon Valley miterlebt. Alles das, nicht trainiert geboren, sondern miterlebt. Und das ist am Anfang, ist das eine Revolution auch gewesen, wo man das Gefühl hat, da kann man mehr machen, das ist eine Befreiung, da kommen die Geräte, wo früher hat das gar niemand dürfen, hat sie dürfen rechnen, hat man ins Rechnungszentrum gehen, wie sie Kitlens auch in den Rechnungszentren. Heute alles im Handy, unvorstellbar, wenn man das miterlebt, unvorstellbar, die Entwicklung, die da war. Und insofern hat die Generation, die das miterlebt hat, zum Teil eine weniger naive Einstellung zu der Digitalisierung, die jetzt passiert. Ich treffe immer wieder Jugendliche, für die ist das Voodoo, was passiert. Die haben kein Modell, ein mathematisches oder auch ein technisches, was eigentlich dahinter steckt. Die kennen das Moore's Law nicht. Die wissen nicht, wie Chips sich entwickelt haben, wie die gemacht worden sind. Zero ist Wunderwerk. Wunderwerk der Technik, die man in den Taschen trägt. Und das ist für mich also nicht die Basis für die nächste Revolution. Ich habe mit dem Chef